Das Waisenkind und der Fisch. Vor langer Zeit lebte in Nakhon Phanom, der Walstatt, ein Knabe, der hatte weder Vater noch Mutter mehr. Er wohnte bei seiner Großmutter. Weil sie sehr arm waren, musste der Knabe jeden Tag hinausgehen, um Fische zu fangen und Gemüse zu sammeln, denn davon mussten sie leben. Einmal, als die Regenzeit zu Ende war, und das Wasser in den Kanälen und Flüssen sank und die Reisfelder allmählich trocken wurden, da zogen die Bauern alle miteinander los, um im Schlamm der eingetrockneten Wasserläufe Fische zu fangen. Der Knabe zog mit, denn er hoffte sich einen Teil der Beute. Als es Abend wurde und die Bauern noch immer nichts gefangen hatten, wurden sie ungeduldig. Statt weiter im Schlamm nach Fischen zu suchen, wollten sie einen Staudamm durch den Wasserlauf legen. Weil sie nicht mehr viel Zeit hatten, ließen sie den Knaben sich quer ins Wasser legen und bedeckten ihn mit etwas Erde, um den Schlamm schneller nach Fischen absuchen zu können. Der Knabe sah es ein und ergab sich in sein Schicksal. Er versperrte mit seinem Körper den Durchfluss des Wassers ab. Die Bauern warfen noch ein paar Erdklumpen auf ihn, bis das Wasser keinen Abfluss mehr hatte. Nun konnten in aller Ruhe die Fische einsammeln, die im Schlamm stecken geblieben waren. Als sie Fische genug in ihren Körben hatten, gingen sie fort und ließen den armen, weisen Knaben nichts übrig. Ja, sie ließen ihn sogar liegen, wo er war, und er musste sich selbst von der lehmigen Erde befreien, die sie auf ihn gehäuft hatten. Langsam stand der Knabe auf und blickte traurig um sich. Da sah er neben sich in einem Schlammloch ein Fischkind zappeln, das nicht mehr in das Wasser zurückfang. Langsam streckte der Knabe die Hand aus und sachte näherte er sich dem Fischlein. Flink ergriff er zu, und wirklich, der Fisch war gefangen. Nun ging der Knabe schnell nach Hause und tröstete sich, dass er wenigstens einen Fisch mitbrachte. Als er aber zu Hause war und das Fischlein betrachtete, hatte er Mitleid mit ihm und entschloss sich, das Tierchen großzuziehen. Die Großmutter sagte nichts dazu, sondern befahl ihm nur, sich zu baden und dann seinen Reis zu essen. Der Knabe nahm das Fischkind und setzte es in eine Kokosnussschale voll Wasser. Täglich suchte er ihm etwas zu essen, und es waren die schönsten Augenblicke des Tages, wenn er mit dem Tieren spielen und ihm Geschichten erzählen konnte. Langsam wurde der Fisch groß. Nun war die Nussschale zu klein geworden, und der Knabe musste den Fisch in einen Tonkrug setzen. Er liebte ihn sehr und betrachtete ihn als seinen einzigen Freund. Schließlich war der Fisch ausgewachsen und konnte nicht mehr in dem Tonkrug bleiben. Da nahm ihn der Knabe und setzte ihn im Kongfluss aus. Von nun an ging der Knabe täglich zur Mutter Kong und besuchte seinen Fischfreund. Der Fisch liebte auch seinerseits den Knaben sehr. Eines Tages sagte er daher zu ihm: »Du Waisenkind, willst du Silber und Gold haben, um der Armut zu entfliehen und ein schönes Haus zu besitzen?« Der Knabe antwortete: »Oh ja, gern.« Da erzählte der Fisch ihm, dass er ihn führen wolle in das Land der Kleinodien. Er müsse aber versprechen, auf der Reise keinen Laut von sich zu geben, nicht seinen Mund zu öffnen und keine Angst zu haben. Sonst würden große Schrecken und Gefahren über ihn kommen. Der Knabe war bereit, alles so zu tun, wie der Fisch ihn geheißen. Nun ließ der Fisch ihn auf seinen Rücken steigen, und schwimmend führte er das Waisenkind dahin. Es war erst Mittagszeit, aber der Himmel verdunkelte sich. Ein Sturm kam auf, und es donnerte und regnete aus nachtschwarzen Wolken herab. Die Luft war kühl, und der Knabe zitterte vor Kälte und Furcht, aber öffnete nicht die Lippen
und sagte keinen Ton. Seine Angst verschloss er in seinem Herzen. Da schwamm der Fisch in eine Höhle hinein, und nun sah der Knabe all die Herrlichkeiten, Silber, Gold und Edelsteine in Hülle und Fülle. Er stieg vom Rücken seines Fischfreundes ab und wählte unter all den Schönen das Herrlichste aus und nahm so viel, wie er tragen konnte. Als er fertig war, setzte er sich wieder auf den Rücken des Fisches und kehrte nach Hause zurück. Dort verkaufte er die Edelsteine und das Gold, und von dem Erlös erwarb er ein Haus und legte so den Grundstein für sein Lebensglück. Ein Spielfreund sah, wie reich der Waisenknabe geworden war. Er betrat das Haus voll Neugier und fragte, wie er denn zu all dem Reichtum gekommen sei. Der Knabe erzählte ihm nun die ganze Geschichte. Sein Schatz von Silber und Gold stamme von einem Fisch, seinem Freund. Der habe ihn in die Höhle der Kleinodien geführt. Jener Spielfreund wollte auch reich werden und bat und bettelte, er möge ihn zu seinem Fischfreund führen. Vielleicht würde auch er von ihm ein wenig von dem Schatz erhalten. Der Waisenknabe konnte sich den Bitten seines Freundes nicht entziehen und führte ihn zu jenem Wasserhafen, wo der Fisch zu ihm besuchen pflegte. Er flehte ihn an, auch seinem Freund ein weniges von dem Schatze zu geben. Der Fisch musste schließlich einwilligen. Er sagte dem fremden Knaben alles das, was er dem Waisenkind zuvor auch gesagt hatte, und der Knabe versprach, sich danach zu richten. Der Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm davon. Der Weg war lang, und unterwegs begann es zu regnen. Der Donner grollte, und Blitze durchzuckten die Luft. Es war eisig kalt und dem Knaben fror. Vor Angst konnte er sich kaum aufrecht halten, und da schrie er plötzlich auf und wollte nach Hause zurück. Der Fisch konnte doch nicht umkehren und schwamm nur noch schneller dahin. Da ergrimmte der Knabe auf seinem Rücken, und in seinem Zorn beschimpfte er den Fisch mit üblen Worten. Das ließ das Tier sich nicht gefallen. Er schüttelte den frechen Reiter ab und tauchte unter Wasser. Der Knabe versank und kam um. Denn Kong, die Mutter der Wasser, ist ein kräftiger Strom. Seitdem hat keiner mehr die Schatzhöhle des Fisches gesehen.